Hi, hier ist Patrick von den Comic Cookies. Viel Spaß mit dem neuen Spezial. Cookies, Comic Cookies, lecker. Herzlich willkommen alle zusammen. Hier sind wir wieder bei den Comic Cookies. Mein Name ist Andy, einer von zweien. Heute bin aber nur ich mit dabei. Aber außer mir ist noch der Original Cookie Breedstorm mit dabei. Servus, Breedstorm. Servus. Und wir haben heute einen Gast, wir machen heute ein Künstlergespräch, wir haben nämlich Ingo Römling zu Gast. Hi Ingo. Hi. Ingo Römling ist sicherlich den meisten Hörerinnen und Hörern ein Begriff, ist jetzt kein Unbekannter in der deutschen Comic-Szene, ist jetzt kein Geheimtipp, das glaube, das kann man so sagen. Aber wir haben vor einigen Folgen mal über die Chroniken des Universums gesprochen, unser Co-Cookie Patrick hatte den in der einen Folge vorgestellt und dann haben wir auch so ein bisschen generell über Ingo Römling gesprochen und dann haben wir uns gedacht, dann machen wir doch da gleich mal ein Thema draus, laden Ingo ein zu einem Gespräch. Ich persönlich habe mit Ingo in der Vergangenheit noch nicht wirklich Kontakt gehabt, außer einem Signier-Event quasi 2010, da kann ich gleich noch was dazu sagen. Ansonsten haben wir persönlich noch nicht miteinander zu tun gehabt. Der andere Andi hat beim Telestammtisch in der Vergangenheit schon mal mit ihm gesprochen. Aber mir war es ein Anliegen, da mal mit Ingo zu sprechen, weil ich glaube, wir alle ihn für einen besonderen Künstler im deutschen Comic halten. Also er fällt auf jeden Fall auf durch seinen Stil. Sehr gerne. Ich neige auch dazu, immer mal ein bisschen weiter auszuholen. Das merkst du vielleicht auch schon. Jedenfalls habe ich mich dann und der Breedstorm auch in den letzten Wochen in der Vorbereitung durch fast das komplette gedruckte Werk von Ingo Römling durchgelesen. Manche Sachen wieder gelesen, manche Sachen auch neu gelesen. Wow. Und da haben wir natürlich mal Sachen vorbereitet. Aber Ingo, vielleicht magst du dich einfach selber noch mal ganz kurz vorstellen, falls doch noch irgendwelche Hörer oder Hörerinnen dabei sind, die noch nicht von dir gehört haben oder noch zumindest mit deinem Werk vielleicht noch nicht in Berührung gekommen sind. Wie stellst du dich denn so normalerweise vor? Also ich sage erstmal meinen Namen. Also hi, ich bin der Ingo Römling. Ich bin 1969 geboren. Ich lebe mittlerweile in Berlin und bin mittlerweile seit ein paar Jahren hauptberuflich Comiczeichner. Das hat angefangen, ich würde jetzt mal sagen, also ich fange immer bei meinen ernstzunehmenden Comic-Projekten an, sage ich mal. Das war die Initialzündung 2009 eigentlich, das war mit den Toten. Mhm. Und da habe ich mit Zwerchfell sozusagen die Serie Die Toten so ein bisschen mitgegründet. Also das war damals gerade in der Planung, dass da eine Zombie-Serie gemacht werden soll. Und da habe ich zusammen mit Christopher Tauber einige Episoden gemacht, auch noch mit anderen Autoren. Und das wiederum hat eine, Kette von Ereignissen mehr oder weniger ausgelöst. Also erstens mal kam ich damit dann so in die deutsche Comic-Szene, mit der ich vorher wirklich eigentlich recht wenig zu tun hatte. Also ich kannte kaum jemanden und das war alles, das ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Der aufmerksame Hörer merkt, ich bin mittlerweile über 50 Jahre alt und habe erst so etwa vor, 12 Jahren oder so damit richtig angefangen mit Comiczeichnen. Und aber das war so mein Start. Das führte dann zu einem Kontakt zu Panini. Und dann ging es gleich richtig los. Das war dann nämlich Star Wars. Also ich bin dann angeheuert worden als offizieller Disney-Zeichner für eine Star Wars-Serie. Das war damals Star Wars Rebels. Das ging damals los im TV, auch parallel. Und das habe ich dann einige Jahre gemacht. Dann kamen verschiedene andere. Es kamen noch weitere Star Wars-Projekte hinzu. Und so weiter und so fort. Parallel lief Malcolm Max. Das war mein erster richtiger Comic-Vertrag mit dem Verlag Splitter. Das habe ich angefangen 2011. Mit Peter Männigen, mit dem Autor. Und da gibt es mittlerweile 4 Bände, die auch international erschienen sind. Also es lief nicht alles immer so hintereinander, sondern teilweise auch parallel. Und mittlerweile bin ich bei Dargo unter Vertrag. Und jetzt habe ich mit Richard Marasano eine neue Science-Fiction-Serie angefangen, die heißt Die Chroniken des Universums.
Erschienen ist jetzt gerade in Frankreich der zweite Band und ich arbeite gerade am dritten. So. Habe ich was vergessen? Ich weiß nicht. Aus unserer Sicht schon. Ja, erzähl. Weil so wie ich das, wir kommen natürlich noch drauf, also aus meiner persönlichen Sicht und ich glaube, so wie ich das mitbekomme, auch bei Breedstorm und bei einigen anderen Leuten, so also bei uns aus der Gruppe, da ist Survivor Girl auf jeden Fall ein ganz großer Aber selbstverständlich, Hit noch mit dabei wie konnte ich gewesen. Ja. Das war natürlich insofern wirklich ernstzunehmendes Projekt. Also es war ein völliges Love Child. Also es war jetzt nicht so, dass ich dafür irgendwie Geld bekommen oder irgendjemand daran Geld verdient hätte. Aber es war ein hochinteressantes Ding, natürlich, weil uns das irgendwie damals einfach ein Bedürfnis war, was Kleines, Freches nebenbei zu machen. Und ich habe damals zu der Zeit eigentlich hauptsächlich noch als Illustrator und Grafiker gearbeitet und das war gerade so zu der Zeit, als so meine Comic-Aktivitäten ja so anfingen und immer mehr wurden. Also die Toten waren damals ja schon und das waren aber so einzelne Episoden und das war ja keine kontinuierliche Arbeit an etwas und deswegen hatten Pibi und ich, also der Christopher Tauber und ich, uns zusammengetan, weil Pibi hat einfach, der ist nicht zu bremsen, er hat einfach ständig geile Ideen und lustige Ideen und wir hatten halt einfach so ein paar Abende bei ihm zu Hause am Küchentisch mit ein paar Bierchen und haben einfach Ideen gesponnen und irgendwann entstand dabei halt Survivor Girl. Ja. Ihr seid ja alle aus der Frankfurter Ecke, also Pia hat ja bis vor kurzem noch direkt in Frankfurt gewohnt, du jetzt mittlerweile in Berlin, der Breedstorm ist ja auch aus der Frankfurter Ecke, also die Comic-Cookies an sich, die kommen alle aus der Frankfurter Ecke, außer mir, ich bin der Einzige, der in Nürnberg ist, die anderen sind alle irgendwie quer um Frankfurt rum. Ist Pia wie umgezogen? Und, ist der ja, nicht mehr in Frankfurt? Wer? Ist Pivi umgezogen? Ein bisschen nach außerhalb. Wieso ich das auf Twitter neulich mitbekommen habe oder auf Instagram, ist er ein bisschen nach außerhalb gezogen. Nicht super weit weg anscheinend, aber ich kenne mich in der Region nicht okay, so gut aus. Aha, da habt ihr neuere Infos als ich. du hast wahrscheinlich Besseres zu tun, als auf Social Media rumzuhängen und ich anscheinend nicht. Und ja, so bist du bei mir, dass ich auch damals ins Blickfeld gekommen über die Toten, weil ich auch, Zwerchfell-Fan war, Z-Geist, der Zwerchfell-Podcast lief damals den habe ich quasi religiös gehört. Das war zu der Zeit ja auch einer der sehr, sehr wenigen Comic-Podcasts in Deutschland. Und da haben sie ja auch Stefan Dinter und Christopher Tauber schon die Toten dann mal groß angekündigt gehabt mit einer Sondersendung und so. Und dann eben Comic-Salon Erlangen. Ich bin ursprünglich Erlanger. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch in Erlangen gewohnt. Schön. Da war schönes Städtchen. Ja, bin jetzt mittlerweile in Nürnberg, aber wie gesagt, Erlangen, ich über 30 Jahre gelebt. Und bei mir ist immer so der erste Gang lange Zeit gewesen, wo ich für den Comic-Salon ist. Tür geht auf, ich gehe erstmal zu Zwerchfell hoch, so sag da erstmal hallo. Und in dem Jahr 2010 dann eben, als der erste Band von den Toten erschienen ist, haben sie dann ja auch noch so einen Sonderumschlag gemacht, extra für den Comic-Salon Limited Edition und dann entsprechend ja auch signiert. Und da haben ja einige Leute dran gearbeitet und irgendwie hat es sich halt gerade ergeben, als ich den Band gekauft habe, dass du eben gerade da saßt und eben auch signiert hast und da entsprechend dann auf meinen toten Band vorne auch noch einen Zombie drauf gemalt hast und so. Das ist quasi so die eine Interaktion, die wir bisher hatten. Geil. War das 2014 vielleicht? Nee, 2010 muss das eigentlich gewesen sein. 2000. Ja, also auf dem Cover vorne drauf hast du auch noch mit eine 10 unter dein IR gemalt. Ja, dann muss ich es ja wohl gewesen sein. Ja, genau, ja. Nee, also es ist wirklich, cool. Als der erste Band gerade erschienen ist. Also es war 2010, der erste Band, ja. Genau, und ich habe damals dann eben auch schon gemerkt, also gerade in dem ersten Band und dann auch später in den Folgebänden, du hast dann in Band 2 und in Band 4 noch jeweils eine Geschichte auch drin gehabt, dass mir deine Zeichnungen halt immer besonders gut gefallen haben, die für mich auch rausgestochen sind. Das ist, gerade auch bei Zwerchfell, die ja so aus der Independent-Ecke kommen und viele Zeichner und Zeichnerinnen auch so einen Independent-Stil mitbringen, dass dein Stil ein bisschen polierter daherkam, der Strich ein bisschen weniger krakelig. Und das ist überhaupt alles nicht negativ gemeint, sondern ich versuche hier nur so eine Stilbeschreibung so ein bisschen hinzubekommen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Dann kam auch noch dazu, dass die Geschichten, die du umgesetzt hast, sehr gut waren, sehr düster waren. Es sind ja zwei von Peavy und eine von Ponty, den ich
aus anderem Kontext zufällig auch kennengelernt habe vor ein paar Jahren über einen anderen Podcast, mit dem habe ich auch schon mal einen Podcast aufgenommen, ging es um Horrorfilme. Also da wusste ich noch gar nicht, dass der mit dir zusammen an den Toten auch gearbeitet hat, als ich den kennengelernt habe. Das hat sich dann erst im Laufe der Zeit irgendwie so rausgestellt. Ja, der Witz ist, ich habe ihn nie kennengelernt. Ich glaube, ich habe nur irgendwie ein paar Mal Mail-Kontakt mit ihm gehabt und ich habe auch, glaube ich, seinen richtigen Namen gar nicht erfahren, weil es damals hieß, er wollte nicht, dass seine Identität irgendwie rauskommt oder so. Ich weiß nicht, weil das irgendwie mit seinem Beruf irgendwie nicht so geil zu vereinbaren wäre oder so. Ich glaube, der ist Lehrer gewesen oder ist vielleicht noch Lehrer oder so. Ja, der ist da ein bisschen zurückgezogen. Er hat das nicht so an die große Glocke gehängt, irgendwie so, ich habe hier halt meine. Also es war eine echt geile Geschichte. Das stimmt tatsächlich. Das war Heidelberg, eine Heidelberg-Episode. Genau. Und das war so ein ganz nonverbal, so ein nonverbal erzähltes Ding, nur mit Bildern und sehr stimmungsvoll. Die hat mir auch sehr gut gefallen, ja. Ja, und bei der dritten Geschichte, beziehungsweise die zweite, die du mit Piwi gemacht hast, hast du ja auch die Idee geliefert, sagt das Buch zumindest, zur Story. Das heißt, du hast ja auch schon fast einen Autoren-Credit quasi. Einen halben, ja. Die Story stammt tatsächlich von Piwi, aber die Grundidee, also das Setting, das war so, wir haben halt gesprochen und ich bin tatsächlich, da war ich in der Grundschule, bin ich mal aus Versehen in der Turnhalle eingeschlossen worden. Und ich habe damals eine riesen Angst bekommen und das war natürlich jetzt alles nicht zu vergleichen mit dem, was da in dieser Story abgeht oder so, weil ich war ja nur in der Turnhalle und so, aber die Tür war auf einmal zu und ich bin da drin rumgerannt, dachte, oh Gott, ich komme hier nie wieder raus, verdammt, ich muss hier drin sterben, ich bin ganz allein und so, weil es ist Grundschüler halt so, Panik, und wahrscheinlich so, mir kam es so gefühlte eine halbe Stunde später kam jemand, aber es war wahrscheinlich nur 3 Minuten später, kam dann irgendwie die Lehrerin zurück und hat dann aufgeschlossen und gesagt, ach, da bist du, wir haben schon gefragt, wo du bleibst und so. Und das habe ich irgendwie erzählt und dann hat sich das so ergeben, dass ich sagte, wie wäre denn das eigentlich, wenn so eine, so eine Schülerin oder so sich in der eigenen Schule verschanzt? Und daraus hatten wir, wir haben uns dann so die Bälle so ein bisschen zugespielt und also es war schon so ein dynamischer Prozess. Also wie gesagt, so die Grundidee ist so von mir, aber die Story, also Piwi hat dann halt die Story draus gemacht. Ja. Ist es bisher das Einzige, wo du so nah mit am Schreibprozess mitbehalten warst, also am Skriptprozess, oder hast du das bei anderen Comics auch schon gemacht? Also direkt am Schreibprozess beteiligt eigentlich, ja. Ja, es ist schwer zu trennen, ne? Also ähnlich gelaufen bei Survivor Girl. Also da haben wir uns halt einfach die Ideen hin und her geschmissen und oh ja, dann macht der das und dann macht die das und ha, wie geil, pass mal auf und dann, weißt du, so, ja, und da kannst du ja nicht sagen, es ist ja nicht getrennt, wer jetzt schreibt und wer zeichnet. Also ich zeichne halt, aber wer da jetzt irgendwie Autor ist oder so, also das war lange, lange Zeit einfach ein sehr schöner, dynamischer, gar nicht so scharf getrennter Prozess. Und auch bei Malcolm Max oder jetzt auch bei den Chroniken gibt es schon einen Austausch. Also bei Malcolm ist es so, dass Peter die Skripte komplett fertig schreibt. Also da ist das Album von vorne bis hinten fertig. Und es gibt aber immer die Option, wenn ich eine Idee habe, wie man etwas vielleicht noch ein bisschen anders darstellen könnte oder so, da ist Peter immer offen. Aber das sind halt auch eher so Kleinigkeiten. Bei den Chroniken ist es zum Beispiel so, wir arbeiten nebeneinander her. Mhm. Ja, also ich habe jetzt in dem dritten Band habe ich eine kleine Idee gehabt, die habe ich Richard dann halt unterbreitet und er sagte, oh ja, geil, pass auf, dann lass uns das so machen und dann baue ich das so ein, dass da vielleicht auf dieser Idee vielleicht später mal was aufbaut. Also ich kriege immer so kleine Schwünge von 5 bis 10 Seiten und also wir arbeiten im Prinzip so parallel nebeneinander her. Also ich weiß, ich bin eigentlich nur so informiert über den groben Handlungsverlauf, aber das Ganze kommt dann halt so nach und nach vom Autoren. Also ja, es ist so ein Miteinander, aber eigentlich habe ich ja hauptsächlich halt mit den Zeichenarbeiten zu tun. Das reicht mir ja eigentlich auch völlig. Ja. Nee, man ist ja auch auf jeden Fall immer interessant, das ist ja beim Comic häufig so die Frage, wie sehr arbeiten Autoren, Autorinnen und Zeichner, Zeichnerinnen zusammen, wie sehr ist es, ich bekomme ein Skript und setze das um oder bin eben auch tatsächlich schon vorher mit
beteiligt im Kreationsprozess der Geschichte. Und das ist ja eigentlich ganz interessant, dass das bei dir dann mit in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Autoren in gewisser Weise auch eine unterschiedliche Intensität ist. Also klar, ich kann mir das schon vorstellen, wenn ihr auch nicht so weit voneinander weg gewohnt habt, du und Christopher, dass man da einfach wirklich auch zusammensitzt und Geschichten entwickelt. Jetzt war Survivor Girl, mal für diejenigen, die es noch nicht kennen, war ja auch ein Gag-Strip eigentlich, der erstmal online veröffentlicht wurde und dann bei Zwerchfell im Sammelband rausgekommen. Also so wirklich so eine Vier-Panel Gag-Geschichte, relativ klassisch, eine Horrorfilm-Parodie-Hommage. Und das ist natürlich, klar, nochmal was anderes als jetzt bei Malcolm Max oder den Chroniken, die dann doch längere Werke sind. Ich habe auch die Tage in einem alten Interview von dir auch eben gehört, dass bei Malcolm Max beim ersten Band du ja wirklich schon das komplett fertige Skript bekommen hast. Die Figur existierte ja auch vorher schon. Die hat Peter Menigan ja schon für Hörspiele geschrieben gehabt. Wie ist denn da dann jetzt danach, also seit dem ersten Band bist du jetzt ja an der Comic-Umsetzung dieser Figur und der anderen Figuren mit dran beteiligt. Wie sehr hat sich da was verändert zwischen dem ersten Band und den Folgebänden, was so die Mitarbeit am Skript, an der Entwicklung der Charaktere, an den Geschichten angeht? Oder ist das immer noch so, dass Peter da für sich alleine erstmal das komplette Skript schreibt und dir dann gibt und dann mischst du dich ein? Also im Grunde hat sich eigentlich nicht so viel verändert, aber ich habe halt irgendwie die Figuren mittlerweile ein bisschen, ich habe sie halt hauptsächlich, ich habe halt den ganzen visuellen Part sozusagen entwickelt und ich habe denen halt so Eigenheiten gegeben, die halt, ich will nicht sagen, dass nur ich die kenne oder so, aber die beeinflussen natürlich auch so manchmal die Art und Weise der Figur, wie sie halt auftritt oder handelt oder denkt oder so, beeinflusst es natürlich mit. Also ich habe zum Beispiel Charisma, ich glaube, ich hab mal in einer Szene, ich glaube, das war das im ersten Band, eine Kleinigkeit mit eingebaut, wo ich gesagt habe, ich fände es gut, wenn sie da ein bisschen zorniger reagieren würde oder so. Oder wenn man das zumindest merken würde, dass sie da ein bisschen emotionaler ist. Und ich glaube, das war so ein Zusammentreffen mit dem Bösewicht bei dieser Weltausstellung in dieser Messehalle, wo sie dann ein Sektglas zerdrückt. Das war so eine Idee von mir, weil der sich halt irgendwie an sie ranmachen will. Und anstatt das halt so einfach abzutun, habe ich gesagt in der Szene, ich fände es aber gut, wenn man das merkt, wie sehr ihr das gegen den Strich geht, oder wie sehr das auf den Senkel geht, diese Avancen von diesem ekligen Typen, dass sie halt dann so dieses Sektglas zerdrückt, quasi so ping. So, und so Kleinigkeiten eigentlich. Aber im Grunde genommen hat sich da eigentlich recht wenig geändert. Ich habe jetzt es gibt ja noch ein Skript, es gibt ja das Skript für Band 5. Tatsächlich ist es ja auch alles schon fertig. Und ich habe halt nur noch nicht angefangen zu zeichnen. Und ich muss mir das alles erstmal, ich muss mich mal wieder reinlesen in das ganze Universum, weil ich jetzt ja einige Zeit lang andere Sachen gemacht habe. Ja, also wolltest du wissen, ob ich jetzt mittlerweile mehr Mitautor bin oder. Das wäre quasi so die Idee der Frage gewesen, ob du bei Malcolm Max da jetzt quasi mehr Mitautor bist als noch bei Band 1, ob sich da was verändert hat. Aber also unterm Strich kann man sagen, eigentlich nicht. Ich mag den Stil, den Peter macht, also schreibt. Auch die Dialoge mag ich total gerne. Also das ist alles schon sehr, sehr gut so, wie er es macht. Also wie gesagt, eher so bei so Kleinigkeiten, bei so Details, wenn ich halt denke so, ach, da könnte man dieser Szene noch irgendwie so einen gewissen Kick geben oder so. Also dann eher so auf der grafischen Storytelling-Ebene dann nicht zwingend jetzt in der großen Geschichte oder den Dialogen, sondern einfach mehr so das quasi, das Wie dann grafisch erzählt wird. Das ist ja quasi ja auch dein Job dann. Da bist du ja dann der Experte in dem Moment dafür. Dann. Ja, genau. Also so würde ich auch sagen, ja. Okay. Ist alles ein bisschen jetzt so querbeet durch die verschiedenen Projekte hindurch. Wir sind da jetzt nicht so richtig irgendwie chronologisch oder so. Aber weil du das gerade angesprochen hast, mit wie du das gerade beschrieben hast, dass du diese eine Szene noch ein bisschen
ausarbeiten wolltest oder was deutlicher machen wolltest durch dieses Zerdrücken des Glases. Mir ist aufgefallen an deinem Zeichenstil, dass du generell sehr expressive Figuren zeichnest, gerade auch was Mimik angeht. Ja. Das ist ja was teilweise auch ein bisschen vernachlässigt wird in Comics was mir bei dir aber wie gesagt stark aufgefallen ist, dass man den Figuren so ihren Gemütszustand auch wirklich im Gesicht ablesen kann. Und für mich hat dein Stil und gerade auch was diese Expressivität in der Mimik ausgeht, was Trickfilmartiges. Ist das ein Einfluss für dich? Was ist für dich so der Einfluss gewesen? Oder was siehst du für Einflüsse in deinem Zeichenstil, sei es jetzt eben aus Comic oder eventuell vielleicht sogar Trickfilm? Ja, nee, das ist komplett richtig. Also, was du sagst, also ich bin, wenn man so sagen kann, also ich bin super stark von Disney beeinflusst. Ja. Ja. Also auch schon bevor ich für Disney gearbeitet habe, weil ich das immer, naja, das sind für mich eigentlich immer noch so die Vorreiter in Sachen Mimik und Ausdruck einfach. Ja. Die beherrschen das einfach, das ist also auch die Disney-Schule ist einfach so eine, so eine Richtung, wie man halt mit wenig Strichen, also mit einer Reduzierung des Charakters auf das Wesentliche, einfach so das Maximale an Ausdruck rausholen kann. Das hat mich schon immer fasziniert. Und eigentlich habe ich habe schon als Kind halt irgendwie Comics gezeichnet oder Cartoons gezeichnet und Figuren entwickelt, die super einfach waren, also gar nicht. Natürlich einerseits, weil ich halt noch nicht zeichnen konnte. Das waren halt erstmal so Smileys auf Beinen, so ungefähr. So ähnlich wie diese Webcomics, die man jetzt manchmal so sieht, wo einfach nur diese zwei Kugelrunden, ich weiß nicht, wie die heißen, diese zwei kugelrunden Gesichter, die man miteinander reden, die nur von der Seite zu sehen sind. Weißt du, welche ich meine? So Strich? Ja, dieses X, K, C, keine Ahnung was, diese Buchstabenkombination, vielleicht meinst du das? Ja, ich glaube, das ist das. Die sagen, das sind meistens immer so Dialoge, irgendwie so, am Schluss ist immer eine Pointe und so ganz ähnlich sahen meine ersten Comicfiguren auch aus und ich habe dann immer versucht, so mit diesen eigentlich nur zwei Augen und Mund und ein bisschen Augenbraue angedeutet, ja, immer so das Maximale an Ausdruck rauszuholen und habe dann irgendwie in anderen Comics irgendwie immer geguckt, wie machen das die anderen Zeichner und dann hatte ich U-Comics zum Beispiel auch, ne? Und Disney-Zeichner, lustige Taschenbücher und so, weil es einfach so diese mimischen, mich hat diese Mimik einfach immer interessiert, weil ich die Figuren halt lebendig haben wollte. Ja, also ich wollte irgendwie, wenn ich so als Kind irgendwas gemalt habe, dann fand ich es immer doof, wenn die Zeichnung fertig war, weil ich wollte noch, dann ist die Figur halt so eingefroren, weißt du? So, ja. Die ist dann das auf dem Papier und aber das ist jetzt halt, und dann wollte ich sie halt nochmal zeichnen und nochmal und ich wollte, dass sie jetzt, wie sieht sie aus, wenn sie lacht oder wenn sie weint oder wenn sie sauer ist oder auf dem Fahrrad sitzt oder. Und das war eigentlich schon immer so das, ohne es zu wissen vielleicht, ja, dass ich im Kopf schon so angefangen habe, so Comics zu bauen. Ja. Hätte ich eine Zwischenfrage. Ist damit gemeint, der Twitter-Account erzähl mir nichts mit diesen Reden? Ja, ich glaube, das ist das. Ja. Ja, okay. Ja, ich glaube, das ist das. Die sich immer unterhalten mit sehr großartigen Gesichtsausdrücken über irgendwelche Themen aus der aktuellen Szene und so weiter und so fort. Ja, das würde es wahrscheinlich. Ich glaube, ja. Hast du einen Lieblings-Disney-Film aus deiner Kindheit noch oder so? Oh. Musst du keine Antwort drauf haben. Gute Frage, ja. Ich finde einige. Ich habe jetzt gerade vor kurzem. Ich habe diesen neuen gesehen, diesen Luca. Kennt ihr den schon? Den noch nicht. Den. Nee. Nee. Also, ich fand ihn auch wieder ganz. Den fand ich ziemlich großartig. Er ist sehr für jüngeres Publikum. Also, ist schon eine sehr süße Story einfach. Es gibt ein paar, die mir nicht so viel gegeben haben irgendwie, aber es gab Onward habe ich zum Beispiel gesehen, den fand ich unterbewertet, weil er ist auch so ein bisschen gefloppt, glaube ich, und ich fand ihn erstaunlich unterhaltsam eigentlich, muss ich sagen, also der hat mir sehr gut gefallen. So ein richtiger Lieblingsfilm fällt mir jetzt spontan nicht ein. Also es gab so ein paar echte Highlights halt irgendwie, also von den animierten Sachen fand ich ein paar echt gut. Es gab mal eine Disney-Produktion, das war für mich lange Zeit ein Kultfilm, das war der Drachentöter, kennt ihr den? Dragon Slayer. Ja. Ja. Der war irgendwie für Disney-Verhältnisse eigentlich total düster, ja. und ziemlich derbe, also hatte auch so einen ganz komischen, so einen leicht skurrilen Humor und hatte eine affengeile Tricktechnik. Also die haben damals diesen Drachen,
Das haben die irgendwie, das war so eine Kombination aus Stop-Motion und damals gab es schon Go-Motion, da, wo das Modell teilweise animiert war. Also so hat auch so schon so kleine Motoren drin hatte oder so. Ich habe es nicht genau kapiert, wie es funktioniert, aber man konnte mit Stop-Motion Bewegungsunschärfe erzeugen. Und das, deswegen wirkte dieser Drache so wahnsinnig realistisch. Und das hat mich, als da war ich so, was weiß ich, so keine Ahnung, 10, 12 Jahre, dieser Film hat mich tierisch umgehauen. Das war echt total beeindruckend. Oder halt das Schwarze Loch zum Beispiel. Das Schwarze Loch ist so auch eine Disney-Produktion, wo aber eigentlich am geilsten der Vorspann ist. Das ist der beste Filmvorspann für mich aller Zeiten. Die Musik ist großartig. Ja, stimmt. Und ja. Vom Schwarzen Loch hatte ich die Hörspielkassette. Ich kenne ihn hauptsächlich also auf der auditiven Ebene. Also ihn anzuhören ist, glaube ich, besser als ihn anzuschauen. Das kann schon sein. Also. Ja. Da ist wahrscheinlich was dran. Ja. Aber ein paar Sachen sind da schon sehr, sehr klasse an diesem Ding. Auch das Ende oder das so. Ja. Vollkommen wahnsinnig. Also das vollkommen sowas in einem Disney-Film zu sehen, das ist irgendwie schon wirklich dafür, wow. Dass es auch ja quasi eine Antwort auf Star Wars sein sollte und dann dieses ganz komische metaphysische Ende, wo auch ewig nichts gesprochen wird und man irgendwie so eine Höllenvision kriegt. Ja, also, vollkommener Wahnsinn. Nee, aber ich dachte eben. Ja, da war es eher so eine Antwort auf 2001 wahrscheinlich. Oder so. Ja, und mit schlechteren Effekten als bei Star Wars und bei 2001, ja. Ja, aber trotzdem beeindruckend. Ich fand das Ding gut. Auch das Raumschiffdesign von dieser Cygnus ist halt irgendwie, das ist halt der Hammer. Also sowas hat man noch nicht gesehen gehabt einfach. Naja. Ich habe mich eben auch die letzten Wochen mal wieder irgendwie sehr intensiv mit so klassischem Animationsfilm und eben auch so mit Disney-Animationen beschäftigt und da kamen mir dann eben auch so diese Fragen auf, weil ich mir das auch immer wieder auffällt. Das ist generell auch im Comic ein Zeichenstil, den ich sehr gerne mag, wenn man so einen cartoonigen Trickfilm-Einfluss irgendwie sieht. Und dann ist mir das eben, wie gesagt, mit diesen Gesichtsausdrücken auch so aufgefallen. Finde ich immer ganz spannend, das mag auch eine Falscheinschätzung sein, aber ich habe manchmal eben den Eindruck, man kann da einen Unterschied sehen, wenn jemand vom Trickfilm beeinflusst ist und jemand nicht vom Trickfilm beeinflusst ist. Und an sich ist beides gezeichneter Comic so, aber trotzdem, dass diese Expressivität einfach doch eine andere ist, wenn man irgendwie sich mehr mit Trickfilmen auch beschäftigt hat. Ja. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Also ich denke halt einfach filmisch. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, mehr oder weniger, weil das ganze Ding läuft von meinem inneren Auge halt ab. Das ist auch so, wenn ich ein Skript lese oder Bücher lese oder so, ich baue das im Kopf immer als Film, als bewegtes Bild. Ja. Jetzt wurden Malcolm Max war ja dein erster großer Langcomic mehreren kürzeren Sachen und wir haben noch gar nicht über deine ganzen Musikillustrationsprojekte, Comics und Plattencover und so für verschiedene Musiker gesprochen. Aber um jetzt mal beim Langcomic zu bleiben, wie würdest du deine Entwicklung da so sehen oder dein Ansatz ans grafische Storytelling begonnen bei Malcolm Max als erster langer Band und dann jetzt eben mehrere Malcolm Max Bände und dann eben auch Star Wars Sachen, die länger sind und jetzt die Chroniken, wo du gar sagst, du hast jetzt also schon, bei uns ist ja der erste Band in Deutschland bisher nur erschienen und jetzt eben in Frankreich der zweite. Hast du da irgendwie dein Stil, deinen Ansatz verändert oder wie ist so die Weiterentwicklung für dich da gewesen? Also Stil und Ansatz total verändert, muss ich schon sagen, weil also es ist halt so gewesen, dass, wie du sagst, halt Malcolm Max war mein erstes großes Albenprojekt, also es war wirklich einfach, du unterschreibst halt einen Vertrag und hast dann 54 Seiten vor dir. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte tierisch Bammel. Also irgendwie, ich hatte so Angst davor, dass ich das nicht packe oder so. Also allein so von dieser schieren Menge an zu zeichnenden Bildern. Und weil deswegen, ich habe vorher halt auch bewusst oder mehr oder weniger bewusst eher so kleine Sachen gemacht, weil ich mich da halt so, ich hatte so das Gefühl, ich muss mich da so rantasten an diese Erzählweise, obwohl ich eigentlich schon sehr, sehr lange Comics zeichne. Habe ich halt so das Gefühl gehabt, so, oh, das ist jetzt halt ernst und da muss ich mir jetzt was überlegen, wie ich das überhaupt mache und so. Und habe dann auch so stilistische Überlegungen angestellt. Wenn du halt zum Beispiel so den ersten Malcolm Max anguckst, dann ist der ja zeichnerisch noch ziemlich anders als zum Beispiel der dritte oder so oder der vierte.
wo ich halt, ich habe am Anfang mit sehr viel Schwarzflächen oder mehr Schwarzflächen gearbeitet, weil ich dachte, es spart Zeit. Also ich wollte irgendwie damals eher so, ich fand damals Mike Mignola total super und wollte halt so einen blockigen, ganz simpel gehaltenen Stil, wo ich halt irgendwie mit möglichst viel Schwarz arbeite, weil ich halt dachte, ja, wie gesagt, also dass mir das halt irgendwie Zeit spart, und habe aber mit der Zeit einfach gemerkt, dass das nicht mein Stil ist. Also es hat sich dann einfach immer mehr in Richtung, ja, wie du schon gesagt hast, also Richtung mehr so Cartoon-Mimik auch entwickelt. Also mein Stil ist ja nicht super realistisch, sondern es ist ja so ein Zwischending. Ja? Es hat ja so cartoonige Einflüsse. Und ich habe dann irgendwann, dann ging ja auch parallel die Arbeit für Disney los, und ich bin einfach dann in die Situation gekommen, einfach Comics unter Zeitdruck auch produzieren zu müssen. Ja? Und habe dann diesen Gedanken, dass ich mir jetzt einen Stil aneignen muss, um besser Comics zeichnen zu können, über Bord geworfen. Also musste ihn über Bord werfen. Und habe dann gemerkt, weil ich hatte, also ich musste einfach zum Beispiel für Disney, für ein Disney-Projekt, wahnsinnig schnell arbeiten. Schnell und sehr skizzenhaft. Also ich habe Pencils gemacht für eine 72-seitige Junior Graphic Novel. Also wir haben Episode Star Wars Episode 2 als Comic umgesetzt. Und meine Zeichnungen sieht man da drin nicht, aber alles basiert auf meinen Bleistiftzeichnungen. Und das, ich hatte 2 Monate Zeit damals, und da musst du die Seiten runterfetzen einfach, weil und da habe ich dann gemerkt, du musst einfach so diese Angst loswerden. Also du musst die Angst davor, irgendwie jetzt hier Mist zu bauen oder so. Also ich baue natürlich Mist, aber du darfst halt, diese Angst bremst dich halt einfach. Und das habe ich dann über Bord geworfen. Ich habe es irgendwann geschafft, so diese Angst auszuschalten. Und habe dadurch gemerkt, dass es sich tatsächlich mein Stil auch verbessert. Also dass ich sogar noch detailverliebter werde. Und mit der Zeit du einfach so eine Routine bekommst, wie du Sachen einfach ausdrückst, wie du die Sachen zeichnest, wie du das halt darstellst, ja, ein Baum, der im Wind flattert, oder also wo die Blätter so wegfliegen, oder halt lauter so Kleinigkeiten, wie man Feuer zeichnet, wie man Füße zeichnet. Füße sind wahnsinnig schwer, nebenbei bemerkt. Ja, es ist alles so diese ganzen Kleinigkeiten, die du ihr so als Comiczeichner begegnen, bist du ja irgendwie, du bist ja irgendwie überall unterwegs, du machst ja nicht nur deine Figuren, sondern wenn sie am Tisch sitzt, du zeichnest alles, was auf dem Tisch steht oder liegt, und machst dir automatisch Gedanken, warum das da so ist. Also du bist so in dieser Szene drin. Ich vergleiche das echt manchmal so mit so einem Filmset oder so, wo du gleichzeitig, du bist Regisseur, Hauptdarsteller, Beleuchter, Kostümbildner, Best Boy, ja. Continuity, alles. Du steckst dem Hauptdarsteller noch schnell die Kippe an, die auf der richtigen Länge abgebrannt sein muss, damit der Anschluss gegeben ist für die nächste Szene. Und insofern, ich bin jetzt mittlerweile eher so in diesem erzählerischen Prozess drin, und das Zeichnen ist eher so das, naja, was halt, das macht man halt. Ja. Also ich hatte früher, war ich komplett besessen davon, ich möchte toll zeichnen, ich möchte gut zeichnen, es muss mir gefallen. Und das ist halt so ein Ding, wo ich jetzt mittlerweile sagen kann, es hat mir eher geholfen, das so ein bisschen hinten anzustellen. Also so dieser super Anspruch an die eigene Arbeit, weil man hängt sich die Latte ja immer erst sehr hoch. Ne? Und ich wage es überhaupt, und das ist auch so das, woran viele Comiczeichner, die erst sehr ambitioniert loslegen, dann vielleicht später auch scheitern. Also an den eigenen Ansprüchen. Und ich habe, wie gesagt, für mich so was sich geändert hat, also deine Frage war, ob sich das ja irgendwie jetzt über die, oder? War doch so, ob sich mein Stil geändert hat? Genau. Dein Ansatz so an Storytelling auch. Ja, genau. Und ich achte mittlerweile echt mehr auf das Storytelling, auf die Szenerie, auf den Ausdruck. Und das Zeichnen ist eigentlich das, das ist so wie das Filmmaterial in der Kamera. Das muss halt da sein, ja, das brauchst du. Du musst irgendwie zeichnerisch ein bisschen fit sein. Also wenn ich halt eine Woche Urlaub gemacht habe oder zwei und den Stift gar nicht angefasst habe, dann bin ich auch eingerostet. Dann muss ich auch erst immer so Lockerungsübungen machen. Also das muss einfach so als Voraussetzung da sein. Das darf dich nicht hemmen, weißt du, das Zeichnerische. Das Wichtige ist, dass du halt irgendwie geil erzählst. Und
Das sieht man ja auch irgendwie. Du musst gar nicht so der Überzeichner sein. Es gibt total geile Sachen, die sehr simpel eigentlich gehalten sind, aber die erzählerisch halt total großartig sind. Ja. Also da gibt es ja so Louis Trondheim, ist halt auch so ein Beispiel, der halt eigentlich teilweise so Don John zum Beispiel, ja, der sehr einfach und cartoonig zeichnet, aber unglaublich großartig erzählt. Ja, das ist was glaube ich auch häufig von Lesenden unterschätzt wird oder von Leuten, die nicht so tief drin sind, dass eine Figur gut zeichnen zu können, das ist das eine, aber dann all diese Entscheidungen, die du auch gerade angesprochen hast, so wo, wie setze ich die Perspektive, wo ist das Licht, was ist überhaupt in dem Panel zu sehen und dann natürlich auch der Übergang von einem Panel zum nächsten, all diese Entscheidungen, die du ja alle triffst, wenn du ein Seitenlayout machst und all das, das ist ja das Storytelling ja. Und dann die Figuren halt und natürlich auch das ganze Interieur oder Häuser oder sonst was, das dann halt noch zeichnen zu können, das ist, ja gut, das muss man dann halt machen, aber die ganzen Entscheidungen davor sind natürlich eigentlich das Interessante und das ist ja auch das, wo der Zeichner so richtig zum Mitautor auch wird. Also das Skript, das eventuell jemand anders geschrieben hat, dann eben auch umzusetzen in ein, wie erzähle ich jetzt das, was nur Buchstaben auf Papier sind, dann eben auch in Bildern. Also genau, ja. Okay, wir würden jetzt mal kurz ein paar Fragen einschieben, die wir von Leuten aus der Community bekommen haben. Breedstorm, du hast, glaube ich, was vorbereitet? Ja, sehr gerne, ja. Ja, also da haben wir die erste Frage. Steffen Liebschner fragt, hat er eine Kunstschule besucht oder ist er Autodidakt? Hallo Steffen, wir kennen uns natürlich. Ich hab keine Kunstschule in dem Sinne besucht. Ich habe tatsächlich mal Design studiert für 4 Semester. Aber ich habe eigentlich keine klassische Kunstausbildung. Wobei ich aber sagen muss, dass zeichnerisch mir zum Beispiel sowas wie Aktzeichnen, das war auch Teil des Studiums, also das freie Zeichnen, mir sehr geholfen hat, also weiterzukommen, auch so Blockaden auch zu überwinden, also einfach so auch zu gezwungen zu sein, schnell zu arbeiten. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Aber eine klassische Ausbildung in dem Sinne habe ich eigentlich nicht, nein. Okay, ich nehme an, du kennst Steffen vom Frankfurter Comic-Stammtisch? Ja, ich kenne ihn auch über Ecki, also vom T3. Ich glaube, der hatte auch zeitweise auch mal gearbeitet in dem Laden, wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls war der immer da. Irgendwie immer Steffen war. Der Steffen hat ab und zu mal ausgeholfen, ja. Wenn so Signieraktionen waren, hat er da mal unterstützt, das stimmt, ja. Und der Steffen ist natürlich ursprünglicher Mitgründer dieses Podcasts. Der der hat letztes Jahr für sich entschlossen, diesen Podcast selbst nicht mehr weiterzuführen. So sind dann so Menschen wie ich und der andere Andi damit reingerutscht. Aber Steffen und Breedstorm sind die ursprünglichen Gründer der Comic Cookies. Dann mal ganz liebe Grüße an den Steffen. Wer würde es hören? Aber wenn du den Stammtisch kennst, vielleicht kennst du ja dann auch den Michael, der hat eine Frage. Lega Legende hat auch mal an diesem Podcast mitgewirkt. Wenn man als Comiczeichner viel Zeit mit Zeichnen verbringt, dass man kaum Zeit zum Lesen von Comics aufbringen kann. Wann las er viele Comics und welche prägten ihn? Also erstmal, das stimmt. Ich habe tatsächlich total wenig Zeit zum Lesen. Das ist wirklich, es war. Aber ich habe früher sehr viel gelesen und ich hatte schon lustige Taschenbücher erwähnt, das war halt, da war ich wirklich halt noch Kind und so, also so Mad Magazine, das war damals noch mit Herbert Feuerstein als Redakteur und so, das war noch schwarz-weiß und das waren noch richtig voll von diesen amerikanischen Content, der halt übersetzt war. Also diese Filmparodien, die großartig von Mort Drucker gezeichnet waren und von Angelo Torres, und da waren fantastische Illustratoren, also die Mad-Zeichner waren so, das gab mir so einen Kick irgendwie, wow, wie toll die zeichnen können, weißt du, so die Richtung, dass du dir einfach so diese Bilder anschaust, denkst so, wie irre gut das aussieht. Schwermetall kam dann, das ist das Magazin, Wo halt sich nochmal irgendwie so eine Tür aufgetan hat, wo ich dachte, das ist ja der Wahnsinn. Einfach so, was halt geht mit so einer Erzählform, einfach mit so einem Medium, mit Comic. Also das sind so die wichtigsten Einflüsse eigentlich. Also mit all diesen Zeichnern, die da halt mit drin hängen. Also die
die üblichen halt, also Möbius halt natürlich und Kazar und Corben und Bilal und ja, der Exterminator 17 von Bilal, das war so ein Album, das mich damals total bewegt hat, weil ich habe eine ganze Zeit lang hat mich so dieses Motiv so von dieser fühlenden Maschine, ja, das hat mich damals total begeistert. Ich habe auch dann irgendwie Asimov gelesen, der 200-Jährige, das ist auch so eine Geschichte, wurde dann mal mit Robin Williams so eher nicht so geil verfilmt. Mhm. Kennt ihr den? Ja. Das ist eine relativ freie Umsetzung von dem Ganzen und wobei die Pointe eigentlich in dem Film eigentlich wieder ganz gut hinhaut. Aber das war so, ja, das waren so diese Comic-Welten einfach auch so von Bilal, die, ja, so diese Melancholie einfach, die kam total gut rüber, einfach in diesem Exterminator, in diesem Roboter, der sich halt wünscht, ein Mensch zu sein. So, der einfach so als Kriegsmaschine gebaut wurde und dann irgendwann aufbegehrt und so anfängt, sich zu widersetzen und sich dann am Schluss immer mehr dem Menschsein so annähert. Also der modifiziert sich dann auch so. Und das fand ich eine total faszinierende Sache damals. Also das war so diese, mein Plan war damals so, nur so Zeug zu machen. Ich möchte genauso irgendwie mystische und darke Science Fiction machen mit traurigen Robotern und so. Ja. Und wie sehr hast du das geschafft, würdest du sagen, wenn du jetzt auf dein aktuelles Werk zurückblickst, wie hoch ist der Anteil an düsterer, trauriger Science Fiction? Eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich eher, also es gibt düster Kram finde ich immer noch total gut irgendwie, aber so rein erzählerisch wäre mir das vielleicht einfach so ein bisschen. Nee, zu einseitig eigentlich nicht, aber ich habe gerade total Spaß an dem, was ich halt mache. Also wenn ein bisschen Humor drin ist, macht mir das eigentlich immer sehr großen Spaß, weil ich glaube, Humor ist auch irgendwie, gerade auch so in Geschichten, die einem eigentlich so ein bisschen Angst einjagen, wirkt das immer so ganz gut, so dieser Comic-Relief-Moment, um dann wieder so einen Sesselhopser, irgendwie so einen Schockmoment dann irgendwie zu platzieren. Das ist ja auch etwas, was ich bei Malcolm Max tatsächlich sehr gelungen finde, ist zum einen, du hast ja auch gesagt, dein Stil ist ja nicht so realistisch, hat ja diesen, ja, bisschen genau. Hat so ein bisschen was vom europäischen Funny-Comic irgendwie, dann ein bisschen was Trickfilmartiges, hat auch was Humoriges drin und ist aber dann auch von den Geschichten doch, da geht's schon auch her, also da wird ja auch nicht wenig gemordet und gemeuchelt, also ja, ja. Das sind schon ernste und auch brutale Geschichten, die in einer etwas leichteren Verpackung dann auch daherkommen und da finde ich das wirklich auch sehr, sehr schön ausgewogen und gelungen und ich mag das eben auch, dass so eine schon so ein bisschen düstere Geschichte auch in einem zeichnerischen Stil erzählt werden kann, der durchaus ja, angenehm ist und ein bisschen was Cartooniges eben auch hat. Ja, ja. Ja, das ist auch einmal, das gefiel mir damals schon an dem ersten Skript, weil man halt einfach merkt, dass der Autor oder beziehungsweise die ganze Sache nimmt sich einfach selbst nicht so wahnsinnig ernst. Also, und das finde ich eigentlich immer so einen ganz sympathischen Zug, wenn man immer so ein bisschen, wenn man auch so ein bisschen so merkt, so einen ironischen Abstand zu der eigenen Figur irgendwie hat. So zum Beispiel auch beim Inkal, ja, bei John DeFool, das ist ja auch so. Das ist ja auch eigentlich ein, naja, es ist ein ziemlicher Kasper, der aber zwischendurch auch so echte heroische Momente hat. Also der hat auch zwischendurch immer so, er hat überhaupt keinen Bock mehr, er will gar kein Held mehr sein, aber dann passiert halt doch wieder irgendwas total Tolles und er läuft halt irgendwie zu Wahnsinnsform auf oder so. Ja, also so eine Ironie finde ich immer ganz schön eigentlich, ja. Brizo, magst du noch eine Frage stellen? Ja, dazu würde eine Frage von Paul Blau gut passen. Was macht eine gezeichnete Figur realistisch? Ab welchem Punkt ist er mit der zeichnerischen Darstellung eines Charakters zufrieden? Oh, ich glaube, das sind ja so zwei Fragen. Ja? Also, was macht eine Figur realistisch? Das würde ich halt sagen, genau das. Also so eine gewisse, das ist eigentlich so die rein erzählerische Ebene, also so eine gewisse Tiefe einfach. Ja? Also es kann sich um eine super einfache Figur handeln, was weiß ich, eine sprechende Ente zum Beispiel, aber die kann dich halt total emotional total bewegen, wenn sie halt einfach eine schöne Geschichte eingebunden ist und halt eine gewisse Tiefenzeichnung hat. Das ist für mich Realismus. Aber ich glaube, die Frage zielt so ein bisschen mehr auf das Zeichnerische wahrscheinlich, so das realistische, der realistische Stil, oder?
Also, wie gesagt, also ich zeichne ja nicht so richtig hundertprozentig realistisch. Also ich wollte das eigentlich, also zumindest als ich angefangen habe, Comics zu machen, wollte ich das eigentlich nie, weil ich halt gemerkt habe, wenn ich mich so ein bisschen in diesen Cartoon-Bereich begeben, also so in diesem bisschen, wenigstens so ein bisschen, ja, und so, dann habe ich das Gefühl, ich bin freier. Also ich bin freier in der Möglichkeit, Sachen auszudrücken, also auch Emotionen und ich habe das Gefühl, mir steht halt ein bisschen mehr so Bandbreite zur Verfügung an was hier so an Expressions einfach, also so, dass ich halt ein bisschen mehr dynamisch zeichnen kann und halt einfach expressiver sein kann. Wann bin ich mit einer Figur zufrieden? Das ist eine super Frage, die ich gar nicht so richtig beantworten kann, weil ich Figuren immer so ein bisschen weiterentwickle. Also die bleiben nie so, wie sie am Anfang sind, glaube ich. Also weil es ist immer so ein bisschen, das ist immer so eine gewisse, so ein Prozess einfach. Die Figur ist leider nie so richtig fertig, glaube ich. Ja. Also ich bin, sagen wir mal so, ich bin in dem Moment zufrieden, wo ich sie gezeichnet habe, aber dann 2 Wochen später schon wieder nicht mehr oder so. Dann mache ich dann irgendwie was anderes, bringe ich dann irgendwie so Sachen mit rein oder so. Ich habe zum Beispiel, es gibt jetzt hier in den Chroniken des Universums, gibt es einen kleinen Außerirdischen an Bord, unseres Raumschiffs, der heißt Pearl. Und Pearl ist so ein sehr rätselhafter, kleiner, fieser Charakter eigentlich auch. Und den habe ich jetzt im 2. Band auch schon wieder ein bisschen verändert, weil ich halt einfach gemerkt habe, dass so manche Sachen von dem Design, was ich am Anfang total toll fand, funktioniert doch nicht so gut. Also ich habe so kleine Kleinigkeiten ein bisschen anders gemacht. Bin gespannt, ob es die Leute merken. Gut, jetzt unsere Zuhörer, Zuhörerinnen sind schon mal vorgewarnt. Die können dann schon mal drauf achten, wenn der 2. Band rauskommt. Ja. Du machst ja auch die Farben in den, ich weiß nicht, ob du bei all deinen Projekten immer die Farbe gemacht hast, aber was ich jetzt hier so um mich rumliegen habe, was nicht in Schwarz-Weiß ist, hast du auch die Farben dazu gemacht. Und du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, dass du auch lernen musstest, schnell zu arbeiten, gerade für die Star Wars-Sachen, wahrscheinlich auch für die Trolljäger als Auftragsarbeit und so. Total. Dahingehend dann auch die Frage zum einen, so die klassische Frage, mit welchem Material arbeitest du? Ich glaube, du arbeitest mittlerweile wahrscheinlich komplett digital, darfst du gleich drauf was sagen. Hast du jetzt durch deine Comic-Karriere hinweg, wie hat sich dein Material entwickelt? Hast du traditionell angefangen und bist du digital gewechselt oder nicht oder wie auch immer? Und wie ist dann auch bei dir das so aufgeteilt, der Prozess mit Zeichnung und Farbgebung? Wie verteilt sich das so zeitlich? Und wie gehst du überhaupt so den Farbprozess an? Also häufig sind Koloristen ist ja ein eigener Job und du bist jetzt ja alles in Personalunion, was die Bildgestaltung angeht. Ja, genau. Also, das mit dem, was sind meine Materialien? Ich arbeite tatsächlich schon von mehr oder weniger von Anfang an komplett digital. Mhm. Es gab Ansätze früher, längere Geschichten mal auch zu machen, halt, die habe ich halt analog auf Papier gezeichnet, habe dann aber gemerkt, dass mir das Format, also das A3-Format, das war das Größte, was man damals so scannen konnte, dass mir das zu klein ist, also für Pinsel und Tusche, und habe dann angefangen, Panels einzeln zu zeichnen, die dann zu scannen und im Rechner zusammenzubauen zu einer Seite, was irgendwie wahnsinnig umständlich war, und weil du ja nie so eine komplette Seite vor dir hast. Also ich war insgesamt sehr, sehr lange total unzufrieden, einfach so mit diesem Prozess, weil ich hatte auch keinen Plan, wie andere das machen. Also ich habe dann zum Beispiel erst relativ spät gesehen, dass es französische Zeichner halt gibt, die immer 2 Seiten aneinander geklebt haben. Also die immer drauf geachtet haben, also das waren so 2 A3-Seiten oder so, haben die so übereinander geklebt, dass sich halt ein A2-Format ergibt, und haben halt immer darauf geachtet, dass da an der Stelle, wo halt geklebt wurde, dass halt immer so eine Trennung halt durchgeht. Ne? Also dass da kein, dann konnte sich halt kein Panel in der Mitte der Seite befinden oder so. Also die haben das irgendwie getrickst, und da war ich dann total
sieh an, andere hatten dieses Problem auch. Also die wollten halt irgendwie größerformatig arbeiten. Und dann wurden die Seiten wahrscheinlich einfach getrennt, wie auf den Scanner gelegt oder so. Also es waren halt alles so Sachen. Ich habe dann einfach, als ich hatte dann ein Wacom-Tablet und das hat mich jetzt zum ersten Mal so in diese Chance gegeben, dass ich halt eine Seite als Ganzes so richtig vor mir habe. Also so, da habe ich dann so richtig losgelegt, also auch so mit diesen ganzen Möglichkeiten, dass man halt so, ich habe dann angefangen, so Pinselspitzen selber zu bauen und da habe ich mich dann so richtig reingearbeitet und habe dann gesagt, ich habe dann so gemerkt, dass so, das ist es. Das ist so mein Ding. Also ich zeichne halt eben digital. Zumindest wenn es halt um Comics geht. Und der Farbprozess? Ah ja, der Farbprozess, genau. Das ist getrennt tatsächlich von dem Zeichnerischen. Ich zeichne erst das Album komplett fertig, schwarz-weiß, und dann kommt die Kolorierung hinterher. Weil das für mich tatsächlich so rein technisch auch sehr, sehr unterschiedliche Sachen sind. Also ich brauche so, wenn ich die Inks mache, also wenn ich zeichne, also Pencils und Inks mache ich meistens so direkt hintereinander, dann bin ich sehr so in diesem Storytelling-Prozess drin. Dann kümmere ich mich so um Sachen wie Ausdruck. Was fühlt der Charakter gerade? Also so diese ganzen, was nur mit der Erzählung der Geschichte zu tun hat. Wenn ich koloriere, sind das so ganz andere Sachen, die ich auf dem Schirm haben muss. Also meistens, ja, gerade bei Star Wars war das halt so, da mussten halt die Farben immer stimmen. Da gab es dann halt festgelegte Farbschemata. Mhm. Für jede Figur. Da musst du immer so, dieses Schulterpad muss irgendwie dieses Lila haben und das Emblem da drauf muss diese Farbe haben und die Hautfarbe von der Figur ist halt nun mal diese und keine andere. Also da achtest du auf ganz andere Sachen und dann gerätst du halt auch so in diesen, irgendwann hast du das halt so drin. Dann musst du nicht mehr ständig nachgucken, wie dieser Overall irgendwie, wo da die Farbflächen drauf verteilt sind. Dann kannst du den halt einfach durch kolorieren, einfach über die Seiten hinweg. Ja, und das ist für mich halt einfach ein komplett anderer Prozess, so das Bunt machen. Also so, wenn ich eine Seite geinkt habe, dann ist sie für mich fertig gezeichnet. Das Bunt machen ist eher so ein, naja, ist nur das kleine Extra obendrauf. Okay. Ja. Du hast ja beim, ich glaube, es war beim vierten Malcolm Max Band, wo noch eine weitere Person an den Farben mit beteiligt war. Ja, genau. Das war die Lou Britko. Die hat mir damals auf Deutsch gesagt den Arsch gerettet. Also das war eine Zeitentscheidung? Ja, absolut. Also wenn Lou nicht gewesen wäre, dann hätten wir das Album nicht zur Leipziger Buchmesse veröffentlichen können. Ich glaube, das kam zur Leipziger Buchmesse damals. Und da war ich sehr am Rotieren, dass das noch rechtzeitig fertig wurde. Das ist so, als ich das gelesen habe, also als ich den Band gelesen habe, hatte ich auch das Gefühl, dass die Farben ein bisschen anders sind. Und dann ist immer so die Frage, ist das jetzt ein psychologischer Effekt, weil ich halt gelesen habe, dass da noch jemand mitgearbeitet hat? Oder würde ich es auch so sehen, dass an den Farben irgendwie ein bisschen was anders ist? Ich hatte ein Gefühl, es wäre ein bisschen pastelliger oder so als die vorangegangenen Bände. Stand dem Band aber durchaus auch gut. Also ich war nicht unangenehm. Also das war durchaus. Und dann war bei dem bei dem Spin-Off-Band, deine Kurzgeschichte, die habe ich dann danach gelesen, chronologisch gelesen halt, da hattest du ja wieder komplett die Farben gemacht. Und da hatte ich dann eben auch das Gefühl, dass es wieder so die klassischere Farbgebung ist. Also fand ich mal ganz interessant, ebenfalls in dem vierten Band. Also eigentlich, also Lou hat keine eigenen Entscheidungen getroffen, was jetzt die Farbgebung angeht. Das ist tatsächlich auch so von mir so ein bisschen vorgegeben gewesen, glaube ich, die Farbpalette. Aber Lou ist halt einfach eine unfassbar genaue Koloristin. Also sie hat dann, da war ich total baff, sie hat sich dann wirklich so ganz eigene, also so Farbpaletten angelegt für jede Figur und dann auch mit verschiedenen Farbstimmungen und so. Und sowas mache ich eigentlich nie. Also ich habe nur so, also da war ich total beeindruckt, wie sie da rangegangen ist. Und aber so die, dass es ein bisschen pastelliger geworden ist, ich glaube, das habe tatsächlich auch ich vorgegeben. Okay. Ja. Das wollte ich irgendwie so haben. Kann ich auch eine kreative Entscheidung. Ich meine, es ist ja auch so der Sprung von der ersten Geschichte in den ersten drei Bänden in die zweite Geschichte, dann rein in den zweiten Story-Arc. Da
kann ja auch einfach eine kreative Entscheidung zu dem Zeitpunkt von dir gewesen sein. Das ja, gut zu wissen. Wie kam es denn dann jetzt zu Die Chroniken des Universums? Du hast ja gesagt, es ist in Frankreich schon der zweite Band erschienen. Das ist jetzt eine Comicreihe, die ähnlich wie bei Gung Ho zum Beispiel erstmal in Frankreich erscheint und dann in Deutschland. Du hast ja gesagt, dass du das eigentlich für Dago machst und Splitter veröffentlicht halt die deutsche Ausgabe davon. Wie kam es denn dazu, jetzt für diesen Markt zu arbeiten? Ja, das war auch glückliche Fügung. Also im Nachhinein muss ich sagen, so Gott, was hatte ich ein Schwein. Also es war, ich bin wegen Malcolm Max nach Polen eingeladen worden. Und da war ich zusammen dann mit meiner Freundin und das war ein Comic-Festival war das in Warschau oder war es in Lodz? Ich glaube, es war in Lodz. Und dort gibt es halt Scream-Comics. Das ist so ein bisschen wie so die polnische Variante von Splitter, weil das Programm überschneidet sich ziemlich großflächig. Also der Anspruch ist auch ähnlich. Also die machen auch so Fantasy und Science-Fiction für Erwachsene und halt auch so der grafische Anspruch ist eigentlich ähnlich wie bei Splitter. Also es soll schon gut aussehen. Die Alben sind auch ein ähnliches Format. Und da kam halt Malcolm Max. Scream Comics hat Malcolm Max lizenziert. Und dann sind wir ich bin zum Signieren da hingefahren. Und da war das so, dass wir sind zusammengefahren, wir haben so eine Art kleine deutsche Delegation gehabt. Also da war der Stefan Neuhaus vom Deutschen Comicverein mit dabei und dann war der Marvil, der Sascha Hommer und die Burcu Türker und ich. Das war so die Gruppe von deutschen Zeichnern, die dort halt, wir haben eine kleine Ausstellung gemacht, so über unsere Sachen, was wir so fabrizieren und haben halt so ein paar Panels gemacht, so ja, wie geht das so in Deutschland mit Comics und so, was machen wir so? Und dann gab es so ein Abendessen und der deutsche Tisch war komplett besetzt, also da gab es keinen freien Platz mehr. Und dann haben wir uns so umgeschaut und habe dann so einen anderen Tisch gesehen, da wurde Englisch gesprochen, da haben wir gesagt, naja, gut, wenigstens können wir uns wenigstens verständigen, setzen wir uns da mal mit dazu. Da saß so ein Typ neben uns, der war so ziemlich lustig und so, er hat sich auch gleich vorgestellt, hallo, ich bin der Thomas, also ein Franzose. Und dann hat sich herausgestellt, hat sich dann auch gleich seine Visitenkarte irgendwie so rübergegeben und der war dann irgendwie von Dago und hat gesagt, ja, ich bin hier so, ich gucke mich hier so ein bisschen um und hat das so ein bisschen so rumgewitzelt und ich bin so ein bisschen Talentsucher, hat er so gemeint. Und da war ich so gleich gulp. Ich habe zu dem Zeitpunkt gerade am vierten Band von Malcolm Max gearbeitet und ich hatte so, glaube ich, so 35 Seiten fertig. Und da habe ich ihm halt einfach so mein Handy so rübergeschoben, weil da hatte ich die Seiten drauf. Habe gesagt, magst du mal schauen? Das mache ich gerade so. Und weil ich damals so die komische Idee hatte, vielleicht lizenzieren die das ja. Und dann hat er sich tatsächlich mein Handy geschnappt und hat es sich alles ganz genau angeschaut. Ich bin so richtig ins Schwitzen gekommen. Also wirklich jede von diesen 35 Seiten, er hat dann so seine Brille ausgepackt und so reingezoomt und hat dann auch so ein paar Fragen gestellt, so, und hat so richtig, richtig viel Zeit genommen. Und später kam dann noch ein anderer Typ dazu und die kannten sich dann und das war dann eben Richard Marazzano. Und dann habe ich irgendwie später bei Scream auch mehr oder weniger Zufall wahrscheinlich zusammen mit Richard signiert. Wir haben uns prächtig verstanden und wir hatten riesen Spaß und haben dann einfach so gesagt, ja, lass uns mal in Kontakt bleiben. Aber das war damals noch überhaupt nicht der Plan, dass da irgendwie was, dass wir was zusammen machen würden oder so. Sondern wie man es halt so sagt unter Kollegen, war geil, super, hier sind die Kontaktdaten, hier ist mein Telefon, hier ist meine E-Mail. Wir hören. Ja. Und dann hat sich das aber relativ kurz danach ergeben, dass ich hatte ja damals an Star Wars gearbeitet und das war auch so meine Haupteinnahmequelle. Und dann wurde das aber von Verlagsseite, also von Disney-Seite, stark zurückgefahren. Also die Serie, an der ich gearbeitet habe, das war wie gesagt so Rebels. Und dann kam Star Wars Resistance und dann hieß es, nein, das machen wir nicht mehr monatlich, das machen wir nur noch vierteljährlich. Es gab halt auch noch andere Zeichner und Zeichnerinnen auch, die daran gearbeitet haben. Also unterm Strich, für mich war keine Arbeit mehr da. Also so, das war 2019, glaube ich. Ja, und da saß ich erstmal so ein bisschen, ich hatte ja das Jahr eigentlich komplett geplant, dass ich Serien zeichnen werde.
Aber auf einmal war halt irgendwie gar nichts mehr da, so für mich. Und dann habe ich halt irgendwie im Januar Richard angeschrieben. Hab dann halt gesagt, hi, ich bin's, kannst du dich erinnern? Wir haben zusammen signiert und du, weißt du was, ich habe gerade Zeit. Wollen wir was zusammen machen oder wie sieht's aus? Und der Witz war, dass er dann tatsächlich gleich geantwortet und hat gesagt, ja klar, super, ja klar erinnere ich mich, lass uns was vom Zaun brechen gemeinsam. Worauf hast du denn Lust? Und dann habe ich gesagt, ich hätte Bock auf Science Fiction. Lass uns was mit Science Fiction machen. Ja, da habe ich was in der Schublade. Gib mir ein paar Wochen, also gib mir 2 Wochen, dann schreibe ich uns ein paar Demo-Seiten und dann schicke ich das mal an Thomas. Ja, und so ist es passiert. Also es ist tatsächlich so, er hat ein Treatment geschrieben, er hat das Konzept gemacht, er hat mir 3 Demo-Seiten geschrieben, die habe ich gezeichnet und ja, dann ist das bei Dargo eingereicht worden und die haben gesagt, cool, wir machen das. Das war die Geschichte. Ende. Es ist wirklich total geil gelaufen. Also es ist wirklich total Glück gewesen. Ich habe halt dann ein paar Monate gehabt, wo ich ein bisschen gucken musste, wo ich Geld herkriege. Habe halt ein paar Grafikjobs noch gemacht und so. Hat aber alles irgendwie hingehauen. Ja, und dann kamen die Chroniken des Universums und seitdem, also da bin ich jetzt halt wirklich fulltime dran beschäftigt. Ja. Das heißt, du hast ja gesagt, 2. Band in Frankreich gerade erschienen, du arbeitest am 3. Wie groß ist der Abstand zwischen den Bänden, wenn die in Frankreich erscheinen? Du meinst jetzt Veröffentlichung? Genau, ja. Ja, also so ungefähr ein Jahr ist das jetzt ja. Ich glaube, der erste Band ist auch im Juli, ich glaube Juli 2020 erschienen, genau. Und ich plane jetzt mit dem 3. Band bis Dezember fertig zu werden, weil ich, wie gesagt, ich mache das jetzt ausschließlich. Ja. Und dann kann höchstwahrscheinlich dann auch schon wieder im nächsten Sommer der 3. Band in Frankreich erscheinen. Also das ist so mein Plan. Also mein Plan ist tatsächlich, mein Schedule hier so weit zu optimieren, dass ich es schaffe, ein Album in einem halben Jahr zu zeichnen. Ambitioniert, ich weiß, aber so ist gerade der Plan. Gibt es für die Reihe, für wie viele Bände sind geplant oder für wie viele Bände habt ihr erstmal einen Vertrag, wenn man das so fragen darf? Also es gibt tatsächlich, also der Vertrag geht immer nur über einen Band. Ah, ja. Das geht genauso wie bei Malcolm Max auch. Mhm. Es wird jetzt, also in diesem Fall war es nicht so, dass eine feste Menge an Folgen oder so von vornherein geplant war, dass man sagt, es sind 4 Bände oder 5 Bände und dann Schluss oder so, sondern es ist halt Open End. Eigentlich bei Malcolm Max genauso. Eigentlich jetzt nicht festgelegt auf eine bestimmte Länge. Es gibt aber dann halt Stories, die halt dann über 2 oder 3 Bände gehen. Also zum Beispiel die ersten, ihr wisst ja, so die ersten 3 Bände Malcolm Max, das ist halt eine Geschichte. Und jetzt soll mit Band 5 soll die 2. Geschichte halt dann auch fertig erzählt werden. Ah, okay, das ist dann in 2 Teile, verstehe. Das ist auch etwas, was so in Fragen auch aufkam, die Kollegen noch so mit haben hier gerade auch. Ja, also eine Frage zum Beispiel von Patrick, unserem auch Co-Moderator von den Comic-Cookies, er fragte, wie fühlt es sich an, franco-belgische Comics als Deutscher zeichnen zu dürfen und was bedeutet das für die Zukunft von Malcolm Max? Das hast du jetzt ja schon beantwortet, Malcolm Max, Skript ist da, du musst es halt machen und existiert prinzipiell. So ist es, ja. Ja. Und dann zu dem ersten Teil, also wir haben ja in den letzten Jahren so gesehen, dass verschiedene deutsche Zeichner so Hommage-Bände, Flix hat Spirou gemacht, Marvel hat Lucky Luke gemacht, jetzt Ralf König kommt jetzt mit dem Lucky Luke-Band auch raus, die aber erstmal halt in Deutschland erscheinen und dann, wie vorhin schon angesprochen, haben wir das Gung-Ho-Team, die auch für den französischen Markt die Comics erstmal gemacht haben und dann in andere Sprachen übersetzt. Also es sind ja nicht so viele deutsche Zeichner, die so im ausländischen Markt arbeiten. Jetzt haben wir noch ein paar oder 2 Leute aktuell, die mehr oder minder regelmäßig für Marvel arbeiten. Wie ist es für dich, jetzt so ein Projekt zu haben, wo du weißt, das mache ich jetzt eigentlich erstmal für den französischsprachigen Markt und mein Heimatmarkt, wenn ich es mal so nennen darf, als deutschsprachigen Markt, kommt dann ein Schritt danach.
ja, wie sich das anfühlt, oder? Ja, also ist das irgendwie ein anderes Gefühl, zu sagen, ich reihe mich jetzt ein in ich bin jetzt ein französischer Zeichner quasi. Also ich bin jetzt franco-belgischer Comiczeichner. Ja, verstehe. da habe ich mir am Anfang tatsächlich auch ein bisschen so eigentlich eher überflüssige Gedanken gemacht, weil ich glaube, dass das gar nicht so, also ich hatte tatsächlich so ein bisschen so die Bedenken, weil ich meine, Französisch, man hat ja so das Bild, die französischen Zeichner, die sind alle der Wahnsinn. Die können alle super gut zeichnen, und das ist halt auch so ein gewisser Stil oder so eine Leichtigkeit, wie halt diese ganzen großen französischen oder franco-belgischen Alben halt gezeichnet sind, und dass ich da jetzt so ein bisschen in diesen Wettbewerb trete und man mir das ansehen könnte, dass ich ein deutscher Zeichner bin oder so. Aber das hat sich eigentlich sehr schnell zerstreut, weil Dago macht eine recht gute Redaktion. Also die üben auch Kritik oder so. Und Richard ist auch jemand, also der mich da auch so ein bisschen anleitet, muss ich sagen, weil Richard ist auch schon echt eine Weile im Geschäft. Also der hat auch schon einiges so gemacht. Er ist selbst auch ein hervorragender Illustrator. Also er zeichnet und malt auch sehr gut. Also er ist auch sehr, sehr visuell orientiert. Also es ist ihm nicht egal, wie das umgesetzt wird. Also er hat da schon manchmal auch so ein strenges Auge drauf. Und am Anfang, beim ersten Band, hat er zum Beispiel die Storyboards gezeichnet. Und ich habe dann quasi diese Storyboards umgesetzt. Und beim zweiten Band hat er gesagt dann, ach weißt du, mach du das. Er möchte sich mehr auf das Schreiben konzentrieren. Also ich glaube, er hatte so am Anfang das Gefühl, so, er muss mich noch so ein bisschen anleiten oder coachen und so, weil es ist schon so, dass er auch so ein bisschen seine Vorstellung hat, wie die visuelle Erzählung funktioniert. Also es gibt Sachen zum Beispiel, die er halt nicht so mag. Ich habe dann, was ich mal machen wollte, ich wollte die Seiten so ein bisschen freier gestalten. Also jetzt nicht direkt amerikanisch, weißt du, so bei den Marvel-Sachen, da fliegen ja die Sachen ja so richtig durcheinander. Also da ist ja das sind ja meistens Action-Seiten, und da dann hast du so eine Doppelseite so als Gesamtkunstwerk hier so vor dir, wo, was weiß ich, auch so mit der Bewegungsrichtung der Charaktere gespielt wird, die dann von einem Panel ins nächste fliegen, sich über Lappen, die Panels teilweise der Bewegung folgen, auch die Panelform, also wo das alles so ineinander schwimmt und oder fließt oder halt auch fliegt, ja. Und da wollte ich halt auch mal sowas probieren, ja, und die Seite so ein bisschen, weißt du, dass halt mal sowas aus dem Panel ausbricht, und da hat Richard zum Beispiel gemeint, lass mal, das sehe ich gar nicht so irgendwie bei unserem Projekt, mach das bitte nicht und so. Also er hat da so seine Vorstellung und auch sowas Seitenlayout zum Beispiel, da habe ich auch so wieder so ein bisschen dazugelernt, wie eine Seite halt wahrgenommen wird vom Leser, dass du halt, wie du Panels anordnest und so weiter. Und er legt zum Beispiel auch Wert auf die Erzählrichtung, also auf die Bewegungsrichtung. Er hat es sehr, sehr gerne, wenn halt die Handlung immer also in der Leserichtung vorangetrieben wird. Ja. Ja? Also dass halt, wenn eine Bewegung, unsere Crew geht in den Wald und begibt sich auf Forschungsmissionen, und das dann halt immer so möglichst von links nach rechts gelaufen wird. Ja. Also die Bewegung immer so das ist eigentlich auch so eine filmische Technik, ja, dass man sagt, so Vorwärtsbewegung, so Aufbruch, das findet immer so von links nach rechts statt. Habe ich mal in so einem Beitrag über Storyboards, glaube ich, mal gesehen oder gelesen. Und andere Sachen, so Flucht zum Beispiel, öfter von rechts nach links. Also so Rückwärtsbewegungen. Also wenn ein Charakter halt so kehrt machen muss und dann die Flucht antritt, dass das dann eine gegenläufige Bewegung ist. Sowas hat er irgendwie ganz gern. Also das sind dann so Sachen, wo er dann auch so ein bisschen Redaktion macht, so mit mir, ja. Aber meistens ist das so eine ganz grobige Zusammenarbeit. Also wir haben uns jetzt eigentlich so ganz gut aufeinander eingeschossen. Also ich weiß so, was er gerne hat. Und am Anfang hat er zum Beispiel auch gesagt, ja, don't be so cartoony, the way you draw legs und so. Also wie ich Beine zeichne, das wäre manchmal zu cartoonig und so. Aber das war immer so ein bisschen so, er wollte dann nicht irgendwie, dass ich das korrigiere, sondern war eher so, achte da so ein bisschen drauf, es soll nicht zu lustig werden. Und er hat auch recht, ehrlich gesagt. Also wenn ich mir so manche Sachen so angeschaut habe, wie ich manchmal so Bewegungen zeichne, das ist manchmal noch ein bisschen,
Ja. Geht manchmal mit mir durch. Ja. Bekommst du die Skripts dann auf Englisch von ihm? Zweisprachig tatsächlich. Er spricht sehr, sehr gut Englisch. Ja. Das ist, die Skripts von ihm sind wieder wie echt so eine, ich habe neulich, glaube ich, auf Facebook mal so eine Beispielseite gezeigt, glaube ich, das war vom zweiten Band, glaube ich. Die hat er gepostet und ich habe die dann weitergeleitet und da sieht man, er schreibt eigentlich, das ist bei ihm wie so eine Excel-Tabelle. Mhm. Also das hat Tabellenform tatsächlich, das Skript. Er macht hier so, das sind immer so Spalten. Also in der ersten Spalte ist immer das, was man sieht, also was im Panel ist. Und dann die nächsten zwei Spalten sind die Dialoge. Und zwar erstmal auf Englisch und dann auf Französisch. Also die Panel-Beschreibung ist auch immer auf Englisch. Und so, dass ich halt besser verstehe, was halt Sache ist, also was zu sehen sein soll oder worauf er Wert legt. Aber die Dialoge soll ich dann immer in Französisch einsetzen. Also ja. Ich platziere dann die Sprechblasen und setze dann halt auch den Text, aber dann halt auf Französisch ein. Das hat der Verlag halt lieber. Also dann können die das besser, die machen dann immer nochmal so ein bisschen Optimierung wahrscheinlich. Und das sieht bei ihm halt aus wie so eine Excel-Tabelle tatsächlich. Das ist echt ganz lustig. Bei Peter hingegen ist das wie so eine klassische Skriptform, also ganz viel Fließtext, Prosa. Sehr, sehr ausführlich und dann noch teilweise Bilder eingebaut. Und da hat so ein Malcolm Max-Skript so mit 54 Seiten, hat auch dann, ist das Skript halt 300 Seiten lang. Hm, okay. So, ja. Heißt das, dass du jetzt bei den Chroniken im Original tatsächlich auch das Lettering machst oder ist das nur provisorisch, dass du die Sprechblasen da einsetzt? Nee, das ist provisorisch. Ja, okay. Also das, ich traue mir das auch nicht so ganz zu, weil in Frankreich wieder andere Regeln gelten als zum Beispiel in Amerika. In Frankreich zum Beispiel gibt es immer einen Abstand, was mir am Anfang total merkwürdig vorkam, zwischen dem letzten Buchstaben und dem Ausrufezeichen oder so. Ja. Bei uns klebt das direkt hinten dran, so zack. Und die machen halt immer nochmal so ein Leerzeichen dazwischen. Mhm. Das ist irgendwie in Frankreich so. Und dann auch zum Beispiel traue ich es mir nicht wirklich manchmal so zu, die Sachen, den Umbruch zu machen, weil ich glaube, in Frankreich legen die auch sehr stark Wert drauf, wie der Umbruch ist. Also, dass du manche Sachen halt nicht so trennen sollst. Mhm. Irgendwie. Weil vielleicht dann so die Bedeutung vielleicht ein bisschen verfremdet wird oder so. Und das ist immer so ein bisschen, ich gucke halt, also wie ich die Sprechblasen halt platziere, aber so wie der Text da drin dann läuft oder so, das überlasse ich dann dem Verlag. Okay. Das machen die dann. Ja. Also es ist hauptsächlich, dass halt die Zeichnung quasi Platz lässt für das Lettering, für die Sprechblase, deswegen platzierst du es da auch rein und dann eigentlich Lettering wird dann anderweitig übernommen. Ja. Nee, macht ja auch Sinn. Das ist ja häufig so. Also einer meiner besten Freunde ist amerikanischer Letterer, also deswegen sprechen wir da auch häufig drüber. Und da ist natürlich unter Letterer natürlich immer so ein Thema, wie viel Platz hat mir der Zeichner gelassen, dass ich auch noch eine Sprechblase ins Bild kriege. Er macht auch die Sprechblasen. Ja, also im amerikanischen Lettering ist, dass sie Sprechblasen setzen, dann, also es ist nicht einfach nur die Buchstaben einfüllen, sondern es ist die Sprechblasen setzen und häufig auch noch Soundwords. Soundwords ist ein bisschen so ein Mischding, manchmal macht das Zeichner, manchmal macht aber häufig auch, ist das auch eine Aufgabe des Letterings, ja. Ach, interessant. Weil ich finde halt, gerade bei den amerikanischen Comics habe ich immer gedacht, das macht der Zeichner auch. Also, weil sich das ja teilweise sehr geil so ineinander fügt. Also das ist ja auch Teil des Artworks, ja. Also wenn du so Soundwords hast und das, also ist natürlich gerade so im Independent-Comic ist es natürlich häufig so, wenn ein Mensch alles macht, schreibt und zeichnet und dann auch Lettering macht. Aber jetzt im Mainstream-Comic, im Superhelden-Comic, industriellen Comic in Amerika ist Lettering eine eigene Position und da ist es dann tatsächlich eben das Gestalten und Setzen der Sprechblasen, Gestalten und Setzen des Textes und wie gesagt häufig auch Design und Setzen von Soundwords. Aber die unterliegen also natürlich auch, also zum einen, wie du schon gesagt hast, gibt es so regionale Regeln, also amerikanisches Lettering funktioniert anders, als wenn er einen Manga lettert zum Beispiel. Ja. Und dann haben natürlich auch die unterschiedlichen Verlage noch ihre eigenen Vorstellungen und Regeln oder wer auch immer gerade so der Chef ist an dem Projekt, sagt dann, nee, die Art von Sprechblasen möchte ich nicht, ich möchte lieber so und wir benutzen diesen Font und so. Und aber an sich ist es eine eigene kreative Position. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr wichtigen Job, also der auch oft unterschätzt wird, glaube ich.
Ja, absolut. Ja. Also ich krieg's jetzt da natürlich immer sehr stark mit, gerade auf dem amerikanischen Markt. Mittlerweile haben sich ja bei den großen Verlagen, hat sich ja durchgesetzt, dass die Koloristen auch auf dem Cover genannt werden. Das ist vor ein paar Jahren jetzt passiert. Früher war es ja nur Zeichner, Autor, jetzt mittlerweile Koloristen auch und die Letterer. Mhm. Kämpfen noch dafür, dass sie auch aufs Cover dürfen. Manche Verlage machen das schon, manche machen es nicht. Und da gibt es dann auch immer wieder Diskussionen. Und klar, und beim Leser ist oder bei den Leserinnen ist es sowieso ganz klar überhaupt noch nicht angekommen, dass, oder bei den meisten halt, dass Lettering auch noch irgendwie Teil des kreativen Prozesses und der Kreativleistung ist und nicht einfach nur jemand, der Buchstaben auf die Seite packt. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich mache das dann auch immer, wenn wir bei Comic Cookies Comics besprechen, dass ich auch die Letterer mit nenne und so und gerade auch bei deutschen Ausgaben gern mal schaue, ist überhaupt ein Letterer genannt und wo ist der genannt? Und die stehen dann halt gerne mal hinten im Impressum mit drin oder so, oder es wird eben gar kein Letterer genannt, weil es vielleicht, keine Ahnung, die Redaktion macht oder was. Also das ist für mich dann nicht immer ersichtlich, aber ja, ist auf jeden Fall mit ein spannendes Element im Comic-Erzählen, das bisher noch nicht genug Beachtung findet, was überhaupt die Funktion von Lettering ist und wie es funktioniert und wie das auch der Erzählung mit die Erzählung mit unterstützt. Ja. Du hast ja gesagt, du Chroniken ist jetzt quasi dein Vollzeitjob, aber du hast vorher diverse Franchise-Arbeiten auch gemacht, wie mit Star Wars und Trolljägern. Und da ist auch eine Frage von Patrick nochmal, ob es ein Franchise gibt oder was wäre ein Franchise, für das du gerne mal zeichnen würdest. Gibt es da irgendwie was? Also im Prinzip, da gibt es einiges. Also ich hatte tatsächlich Spaß an Trolljäger und das ist ja weitergeführt worden. Ja? Also ich hatte da gibt es ja dann. Also das ist ja diese Übererzählung, heißt ja Tales of Arcadia. Das ist ja dieses Dorf, diese Stadt, wo das spielt. Und die erste Staffel oder die erste Erzählung ist das mit den Trolljägern. Das zweite ist, ach Gott, ich glaube Below, irgendwas mit Below. Three Below, Four Below. Ja, da kommen irgendwie Wesen aus dem All, glaube ich. Und das sind dann also Außerirdische, die aber auch dann wiederum in dieser Stadt landen und dann gibt es den dritten Story-Arc, das ist irgendwas mit Hexen, glaube ich sogar. Ich weiß es nicht. Das fand ich irgendwie ganz, mir hat das Design eigentlich total gut gefallen. Ja. Also ich fand dann auch so dieses Below, dieses Free Below, fand ich lustig. Also wenn ich so schöne Figuren sehe, die halt schön gestaltet sind, so, da hätte ich dann schon auch Bock drauf gehabt, da was zu machen. Aber es hat sich ja dann anders ergeben. ja, aber so generell, boah, das gibt schon vieles. Also ich hätte total Bock mal irgendwie vielleicht sogar mal Superhelden zu machen. Ich glaube, ich habe in einem früheren Interview mal gesagt, so, ist nicht so mein Ding. Ich würde das wahrscheinlich nicht wahrscheinlich kein Superheldenzeichner werden. Aber so mal ein Exkurs, so mal so richtig so auf meine Art so einen Charakter mal interpretieren und dem eine Story auf den Leib zeichnen, warum nicht? Ja. Das ist so etwas, was ich zum Beispiel noch nicht gemacht habe. Ja. Also Superhelden-Comics habe ich tatsächlich noch gar nicht gezeichnet, auch nicht mal so richtig versucht, ehrlich gesagt. Aber ja, warum nicht? Was würde ich gerne machen? Also ich bin immer heiß auf Sachen. Aber jetzt habe ich ja erstmal so einen Hafen gefunden. Ja, also ich mache jetzt ja meine Chroniken und mal gucken, wohin uns das führt. Und Malcolm Max ist ja auch noch da. Den werde ich auch auf jeden Fall machen. Und stay tuned, kann ich nur sagen. Also es werden Sachen geschehen. Ja, also, und ich denke, da bin ich erstmal so für die nächsten Jahre irgendwie gut beschäftigt. Ja, ich fand es zum Beispiel auch mega aufregend, als damals Marvel halt Lucky Luke gemacht hat. Das fand ich auch eine ganz große Sache. Und wo ich auch dachte, Mensch, wie geil sich das anfühlen muss, weißt du, so eine Figur dann halt mal zu zeichnen, die du halt kennst aus deiner eigenen Kindheit, ja, und dann auch noch die so zu zeichnen, wie du sie gerne hättest oder so. Ja. Das muss schon irgendwie ein großartiges Gefühl sein. Also das stelle ich mir schon echt toll vor. Ja? Also auch so für so ein Tribute-Album oder so. Ja. Gibt es da eine bestimmte Figur jetzt, wenn wir so beim franco-belgischen Markt sind, so eine Figur deiner Kindheit, wo du sagst, da würde ich gerne auch einen Hommageband machen, egal ob es da jetzt, gibt ja jetzt nicht für jede Reihe auch so eine Hommage-Reihe, aber gibt es eine Figur, wo du sagst, wenn es da ein Hommageband gäbe und die würden mich fragen, das würde ich gerne machen? Ja, so richtig gekannt und geliebt habe ich Asterix. Ja? Also so als Kind, das war so meine Comic-Lektüre.
Ich habe mit Asterix lesen gelernt, auf dem Schoß meines Vaters. Also vor der Schule konnte ich lesen, weil ich halt Asterix gelesen habe. Also mein Vater hat mir halt die Sprechblasen vorgelesen und mit der Zeit konnte ich das dann wirklich auch, ja, ich habe dann lesen gelernt. Das war halt so, ich weiß allerdings nicht, ob ich jetzt so Asterix zeichnen würde. Vielleicht, ich weiß nicht, den kann ich mir halt nicht anders vorstellen. Da fehlt mir jetzt, wenn man den zum Beispiel realistischer machen werden wollte, da gab es ja mal so diese Filme und so. Ja. Und das fand ich eigentlich eher nicht so toll. Also für mich ist es immer dieser Cartoon. Ja. Gallier. Und das ist wiederum, das ist ja so ein spezieller Strich. Also wenn ich mir jetzt so diese Nachfolgesachen ansehe, wo ich mir denke, so der Didier Conrad macht das, glaube ich, als jetzt die neuen Asterix-Bände. Und der macht das so gut, wo ich sage, das sieht wirklich so zum Verwechseln ähnlich aus, dass der wahrscheinlich auch da so richtig strikte Vorgaben bekommen hat. Super spannend, weil wir tatsächlich neulich über das Thema auch, wie so im Comic-Cookies-Kreise mal gesprochen haben, dass eben ja verschiedene Reihen so Hommage-Bände haben, wo dann ganz andere Zeichner rankommen, wo man dann eben mal neue Interpretationen der Figuren sieht und da auch richtig gute Geschichten kriegt und dass das Asterix nicht macht. Also dass man bei Asterix halt immer dieses ganz klassische Goscinny Zeichenstil kriegt und dass es sehr, sehr wenige so andere Interpretationen gibt. Es gibt ja ab und zu mal so ein Jubiläumsband, wo unterschiedliche Zeichner mal irgendwie so eine Seite oder so machen dürfen. Aber es gibt nicht so dieses ein eigene Abenteuer in einem komplett anderen Zeichenstil von anderen Leuten. Also dass jetzt irgendwie Trondheim herkäme und mal ein Album macht oder sowas. Und das wäre super spannend, finde ich, auch bei Asterix. Aber da ist wahrscheinlich noch zu sehr Kultur. Aber der Breedstorm wollte eigentlich vorher noch mal kurz was einwerfen auch. Magst du mal kurz? Ja, eine dazu passende Frage wieder aus unserer Community, aus der Telegram-Gruppe. Moon Farmer lobt deinen Stil beim Plattencover von Aidstorm. Einige werden es vielleicht nicht wissen, du hast ja Unmengen von Plattencovern gemacht, gerade im Bereich, sagen wir, Metal, Gothic, Mittelalter, also Aidstorm wurde genannt, Atrocity, Samsas Traum, Umbra et Imago, ähnliche Sachen, aber natürlich auch urhessische Sachen wie Gerd Knebel, also der eine Teil von Badesalz oder die U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern. Sicherlich was auch eine über das Rhein-Main-Gebiet verbreitete Wahrnehmung verdient. Aber danke. Das ist natürlich sehr speziell, sage ich mal. Das haben, also viele Comiczeichner sind ja dann doch mehr so in Werbung unterwegs. Aber aufgrund dieser Affinität zu den Plattencovern fragt Moon Farmer, wenn du mal so den Lebensweg eines Musikers zeichnen könntest, welcher wäre das und warum? Also das ist schon fast eine kleistische Frage. Wollte ich gerade sagen, das erinnert mich jetzt sehr an den Reinhard. Saugut, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das finde ich eine sehr gute Frage. Also ein Musiker, da müsste ich echt drüber nachdenken. Es wäre wahrscheinlich irgendjemand aus den 80ern, glaube ich. Also ich bin ja auch so ein Kind der 80er und in den 80ern, das war so meine musikalische Sozialisation, so Sozialisierung. Es gibt da natürlich so ein paar Sachen. Es wäre wahrscheinlich irgendeine Elektronikband, glaube ich. Vielleicht... Ich finde Kraftwerk zum Beispiel ziemlich spannend. Ich habe zwei Biografien, Autobiografien gelesen von ehemaligen, also Ex-Kraftwerk-Mitgliedern, also von Karl Bartos und von Wolfgang Flür. Und das ist schon echt spannend. Also das könnte ich mir vorstellen. Also Kraftwerk, das ist so irgendwie, das sind für mich so eine... sind schon irgendwie Ikonen, ja, sind schon irgendwie auch so stilbildend und so, aber es gibt noch mehr, Also ich sag mal Kraftwerk. Kraftwerk ließe sich auch gut ins Ausland verkaufen. Also das ist so, die haben so einen Status, spannend. das wäre jetzt nicht nur was für einen deutschen Markt, also wir werden das an Carlsen mal rantragen. Ich glaube, Kraftwerk, also was ich so gehört habe, ist, dass der Herr Hütter da, glaube ich, schon sehr, sehr vorsichtig ist, wie Kraftwerk in der Öffentlichkeit dargestellt wird oder so. Also ich glaube, die haben da schon ziemlich den Daumen drauf.
Das wäre schon, aber das wäre schon echt, sowas wäre der Hammer eigentlich. Also, weil ich glaube, Kraftwerk sind ja die Menschmaschinen. Ja? Das sind ja so Roboter mit Schlips und in roten Hemden und so. Aber ich glaube, so hinter den Kulissen war das einfach eine ganz normale Rockband, also was da so abging. Ja, die haben auch eine sehr eigene, optische und grafische Präsentation ja auch schon, man auch wieder so mit einfließen lassen könnte und widerspiegeln könnte, so in der Gestaltung von so einem Band. Da gibt es super spannende Sachen. Ich glaube, es wäre definitiv irgendwas aus den 80ern, so frühe 80er oder so. Ich habe auch mal eine Dokumentation über Conny Plank gesehen, eine TV-Dokumentation. Sagt ihr euch das was, Conny Plank? Leider nein. Das war so eigentlich der deutsche Producer, der hat experimentell, man sagt irgendwie auch, man munkelt, dass eigentlich er derjenige ist, der so ein bisschen verantwortlich dafür war, dass Kraftwerk elektronisch geworden sind. Mhm. Also der hat dann so die Begeisterung für Synthesizer, glaube ich, bei denen so geweckt. Also das ist so eine These, die so aufgestellt wird. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, ob das stimmt. Aber der hat zum Beispiel auch so deutsch-amerikanische Freundschaft produziert. Der hat viel Elektronik gemacht. Der hat auch international produziert. Der hat Hip-Hop-Acts gemacht und hat also als einer der ersten völlig ausgeflippte Sampling-Sachen gemacht. Der war da ganz vorne mit dabei. Irgendwie sowas so Sounddesign angeht, und mit dem wollten irgendwie alle arbeiten, und er hat dann zum Beispiel so Leute wie U2 hat er einfach abgelehnt, so, weil er keinen Bock hatte drauf und so. Das war schon irgendwie, das war schon ein sehr verschrobener Typ, glaube ich, aber der hat gewaltig, so klangtechnisch hat er mitgestreckt irgendwie an den 80ern. Also das wäre auch so ein Charaktertyp, der ist sehr jung gestorben, irgendwie, der hat es nicht lang gemacht und so, und der hat aber echt so einen richtigen, der hat einen dicken Stein in den Teich geworfen, hat richtig Wellen gemacht damals mit seinen Sachen. Ja, das ist auch schon sehr beeindruckend. Dazu vielleicht noch eine passende Frage, ebenfalls von Moon Farmer. Findet sich Ihre Leidenschaft für die Musik auch thematisch in Ihren Comics wieder, also in Form von musizierenden Protagonisten? Gute Frage. Ich habe im ersten Malcolm X den Matze und den Max versteckt. die sind da irgendwie dabei in so einer Menschenmenge. Matze und Max sind meine Bandkollegen von der Kammer. Also wo ich spiele da jetzt im Moment nicht mehr mit, weil ich keine Zeit habe und weil ich in Berlin bin. Da gibt es jetzt einen neuen Bassisten, aber ich habe da circa 3 Jahre als Bassist mitgespielt. Und ich kenne die beiden natürlich schon eine ganze Weile. Also ich habe damals sehr viele Sachen für Asp gemacht. Das war im Gothic-Bereich. Ja, das war so auch damals mein Hauptarbeitgeber. Da habe ich einfach wahnsinnig viel gemacht. Und Matze war der Gitarrist von Asp und Max hat damals Background gesungen und hatte auch eine eigene Band. Also es war damals so eine Posse, die da miteinander zusammen rumhing in Frankfurt. Und die beiden habe ich in Malcolm X reingejubelt. Die stehen da in so einer Menschenmenge mit drin und schauen zu. Ansonsten habe ich das tatsächlich, glaube ich, noch nicht. Obwohl, warte mal, doch. Ich habe im dritten Band ist eine sehr schöne Ballszene, also eine Tanzszene, wo halt so eine Tanzgesellschaft in einem Ballsaal sich bewegt, und da ist habe ich ein Porträt reingezeichnet von Ellie the Fiddle, Ellie Storch, heißt sie, glaube ich, Ellie Storch? Ja, doch, ich sage immer nur Ellie. Sie spielt mittlerweile bei Subway to Sally und ist ziemlich oben angekommen eigentlich. Hat schon mit allen möglichen Leuten gespielt, mit Knorkator, hat auch mit Asp gespielt, sie ist Rockgeigerin, ja. Und die habe ich da auch mit verewigt, weil wir uns auch kennen und weil es echt eine super nette Person ist. Und sie bedient da die Geige in dem Streichquartett, das da den Ballsaal beschallt, in Malcolm X, genau. So die Cameos, die jetzt alle suchen können. Ja, so kleine Ostereier. Brizom, hast du noch irgendwelche Fragen offen? Ich glaube, wir so langsam sollten wahrscheinlich auch mal gegen Ende kommen, aber ich will jetzt auch nicht die ganzen Fragen der Community überspringen. Hast du noch irgendwelche vor dir, die wir loswerden sollten? Nee, durch das Gespräch haben sich viele der Fragen einfach zwischendurch erledigt. Das hat sehr gut gepasst. Genau, das hatte ich auch den Eindruck. Also das freut mich. Es gab noch so Fragen nach eben älteren Projekten, ob es da mal was Neues gibt, also Survivor Girl, die Toten oder 7 Jahre mit Garg, ob es Neues geben wird und ob da auch mal gerade bei 7 Jahre mit Garg wird es davon Neues geben und bei Thunfisch erscheinen. Das ist schon sehr speziell, dass es ausgerechnet bei Thunfisch erscheinen soll. Von meiner Seite definitiv nicht. Ja. Ich weiß nicht, was Asp plant damit. Also die Rechte an der Figur liegen bei ihm.
ich kann soweit sagen, dass wir uns damals, wir haben uns halt ziemlich zerstritten einfach. Also es ging halt jetzt nicht so unbedingt im Guten auseinander. Insofern denke ich jetzt mal, dass da die Frage der Zusammenarbeit sich da bei uns erledigt hat. Aber er kann das ja weiterführen. Also soweit ich das mitbekommen habe, arbeitet er auch hier wieder mit Timo Würz zusammen. Und das ist ja auch so ein alter Freund von ihm. Auch ein sehr begnadeter Illustrator. Wer weiß, was da noch kommt. Aber ich bin da, ich sag mal, ich bin raus. Nee, aber du hast ja auch schon, wir haben ja schon mehrfach gesagt, du bist jetzt voll beschäftigt mit die Chronik des Universums und solche Projekte ja. Wie Survivor Girl. Ich gehe davon aus, ich meine, das wirkt auch ja eher abgeschlossen. Die Toten sind ja auch so ein bisschen, erscheint immer mal wieder was. Ja, so Survivor Girl und die Toten, das will ich nicht, sag mal, ich will es nicht ausschließen. Ja, ich kann da jetzt, niemals, würde jetzt niemals sagen, so nie wieder oder so, oder das war's. Also es ist keine, so richtig Schlussstrich gezogen ist da nicht. Aber es ist einfach so, die Zeiten ändern sich und es ergeben sich andere Sachen und Christopher schreibt mittlerweile ja auch für die drei Fragezeichen und so und ist ja auch nicht schlecht. Und hat sich schon eigentlich alles ganz geil entwickelt, so, also, ja. Wunderbar. Gibt es irgendwas, was du noch dringend loswerden willst, was du irgendwie unseren Zuhörer und Zuhörerinnen irgendwie mitgeben willst? Haben wir irgendwas nicht angesprochen, was du gern noch erwähnt haben möchtest? Och, also erstmal seid nett zueinander, es sind verrückte Zeiten. Also ich weiß nicht, also comic-mäßig war das ein, es hat mir so großen Spaß gemacht, also das Gespräch. Und nein, da habe ich jetzt nichts auf dem Herzen. Lest Comics, ja, und seid lieb zueinander. Das ist auf jeden Fall eine gute Message. Also, wie gesagt, dieses Jahr, jetzt 2021, auf Deutsch erschienen die Chroniken des Universums 1, der Sternenstrudel, bei Splitter. Auch bei Splitter 4 Bände Malcolm Max plus ein Spin-off-Band mit mehreren Kurzgeschichten, wo du eine Kurzgeschichte hast und dann noch mehrere Kurzgeschichten von anderen Zeichnerinnen. Bei Zwerchfell, die Toten, diverse Bände, Survivor Girl auch bei Zwerchfell. Ich habe hier noch neben mir Star Wars Abenteuer im Auftrag der Rebellion bei Panini. Es gibt genug zu finden von Ingo Römling. Vielen Dank für dieses Gespräch. Wir hoffen, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen auch Spaß dran hatten. Und wer sich mit dem Werk von Ingo Römling noch nicht beschäftigt hat, werft auf jeden Fall mal einen Blick hin. Und wenn ihr auch einfach erstmal nur die Google-Bildersuche anschmeißt, würde ich sagen, das lohnt sich. Ich habe in der Vergangenheit häufiger darüber geklagt, dass ich das Gefühl habe, auf dem deutschen Comicmarkt fehlt es mir ein bisschen an gut produzierten Abenteuercomics aus eigenem Hause, also deutsche Abenteuercomics. Und ich kenne sicherlich nicht alles, das ist ganz klar. Und dann gibt es halt auch noch Sachen, die mir vielleicht auch einfach so nicht so ganz zusagen, auch gerade stilistisch. Aber ich habe immer Malcolm Max auch so als ein Beispiel rausgezogen. Ich glaube, das ist eine hervorragend gezeichnete Abenteuergeschichte aus deutscher Produktion. Und dann halt eben sowas wie Gang Ho, das halt eigentlich erstmal im Ausland, aber irgendwie aus Deutschland kommt. Und dann gibt es natürlich auch noch verschiedene andere Sachen. Aber deswegen war es mir eben auch ein Bedürfnis, mit dir mal so ein Gespräch zu führen, weil ich wusste, okay, Ingo Römling ist einer dieser Zeichner, die ich für Top-Abenteuer-Comic, Unterhaltungs-Comic-Zeichner aus Deutschland befinde, die jetzt nicht so aus dem Indie-Graphic-Novel-Stil irgendwie so kommen, sondern wirklich auf einem hohen produktionellen Niveau hervorragende Zeichnungen und Comics machen, wie ich sie gerne sehe und wo ich mir das Gefühl habe, es gibt da aus Deutschland für meinen Geschmack noch nicht genug. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass du so gut beschäftigt bist, dass das für dich jetzt auch so funktioniert, dass du da Vollzeit das auch machen kannst. Kann ja auch leider nicht jeder in Deutschland. Und ja, dann sage ich doch nochmal einfach, Ingo, vielen Dank für dieses Gespräch. Und vielen Dank für das liebe Kompliment. Sehr gerne. Dankeschön. Dann an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, ihr hattet auch Spaß damit und wir hören uns dann bei nächster Gelegenheit wieder bei den Comic-Cookies. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Kleiner Abspieltipp noch zum Schluss. Wer gar nicht genug von Ingo Römling hören kann, der kann sich auch nochmal den Splittercast anhören. Da war er nämlich auch schon im Interview. Viel Spaß damit.